Willkommen zu einem neuen Video bei Low Budget Racing. Wer oder was ist eigentlich Low Budget Racing und wieso Low Budget? Gleich dazu mehr in der Vorstellungsrunde. Ja, hallo, ich bin der Andi und ich erzähle jetzt ein bisschen die Geschichte von Low Budget Racing. Ja, Low Budget Racing ist ursprünglich eine kleine Gruppe an Autoverrückten, die die gleiche Leidenschaft gehabt haben, nämlich Viertelmeile-Rennen. Ganz einfach gesagt, das war eine Gruppe von Leuten, die ihre Autos umgerüstet haben, so dass sie halt schneller waren als normalerweise und gemeinsam eben bei Viertelmeile-Rennen teilgenommen haben. Also die Autos vom Low Budget Racing Team, da waren schon sehr schnelle Geräte dabei. Und zu damaligen Verhältnissen war das schon alles richtig schnell. Zum Beispiel alte Daihatsu Charade GTDI, einer Allradmodell sogar, umgerüstet mit einem Turbo, 1,5 Liter Honda Civic Turbo und eben mein 1,3 Liter Turbo Civic. Ja, das Ganze ist jetzt schon circa 15 Jahre her. Wir sind halt gemeinsam immer wieder auf Rennen gefahren und haben halt dort einfach unseren Spaß gehabt. Ja, wieso eigentlich Low Budget Racing? Also der Grundgedanke war, we don't need money to be faster than you. Wir müssen jetzt nicht die Megakohle ins Auto stecken, damit wir schneller sind. Schneller als was? Ja, als irgendwelche Autos bzw. Sportwagen von der Stange, die man halt einfach so kaufen kann. Ich selber bin erst, ich glaube 2009 oder so dazugekommen zu der Gruppe, habe dort sofort Anschluss gefunden, weil es einfach eine coole Partie ist, die eben dasselbe Hobby teilt. So hat bei mir auch eigentlich erst die Sucht angefangen. Ja, das war gar nicht nur das Rennen fahren, sondern das war halt auch mit den Leuten gemeinsam dorthin fahren und was erleben und sich gegenseitig helfen, das Auto aufzurüsten. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Mechaniker, ich bin nur Hobbybastler. Habe mir das halt alles so ein bisschen Learning by Doing beigebracht. Beziehungsweise in der Low Budget Racing Partie waren auch Leute dabei, die halt wirklich ein umfangreiches Know-how gehabt haben. Zu der Zeit Turbo-Umbauten bei Saugern, das war jetzt nicht gang und gäbe. Da hat es nicht so viel gegeben in Österreich, die sowas gemacht haben. Vor allem auch auf Honda. Auch ein Kfz-Meister dabei. Danke jedenfalls an dich nochmal. Weil bei dem, ich kann mich erinnern, bei dem habe ich nachts, jede Nacht bin ich dorthin gefahren in seine Werkstatt, habe dort meinen ersten Turbokrümmer gebaut und ja, mit seiner Hilfe, mit der Hilfe von den anderen Leuten, ist das ganze Hobby bei mir jetzt entstanden. Also das war zwar schon vorher da, aber dadurch hat es dann viel mehr Spaß gemacht. Na, bei denen habe ich halt auch gelernt, wie das Ganze funktioniert und habe mir halt immer mehr dafür interessiert. Also generell war es nicht nur das ganze Viertelmeile fahren und seine Zeit verbessern. Ich meine, das allein macht schon Spaß genug, aber es war halt auch durch die Partie, durch die Leute, es hat halt einfach Spaß gemacht. Habe halt mein Wissen aus anderen Bereichen wieder eingebracht. Also ich habe für uns dann eine Webseite gebaut und ein Forum hat es damals gegeben. Es war halt noch vor der Facebook-Zeit, wo wir halt alle fast täglich aktiv waren in dem Forum und somit auch Wissen ausgetauscht haben oder einfach nur Blödsinn geredet haben natürlich. Habe halt das Logo erstellt damals und ja, habe das Ganze so ein bisschen publik gemacht, ja. Das, wie gesagt, das geht jetzt schon 15 Jahre lang. Von der alten Partie ist leider nicht mehr so viel übrig. Interessen haben sich dann halt bei den meisten Leuten halt irgendwo geändert und waren dann nur noch wenige, die wirklich auf Viertelmeilenrennen dann an den Start gegangen sind. 15 Jahre später bin nur noch ich übrig davon und somit trage ich den Namen Low Budget Racing immer noch weiter. Auch wenn der Honda da drüben jetzt vielleicht nicht mehr ganz Low Budget ist, aber der Grundgedanke bleibt einfach noch der gleiche. Ja. Ich bin halt mit dem immer wieder zu verschiedenen Rennen gefahren, die meisten halt in Ungarn, weil es von uns aus nicht weit weg war und dort auch gute Strecken gibt, auch in der Slowakei oder Kroatien, Deutschland teilweise. Also ich bin dann auf jedes Rennen damit gefahren, bin dann immer auf Achse hingefahren und ja, war dann teils halt auch alleine unterwegs. Also da haben sich immer wieder Leute gefunden und Freundschaften ergeben, mit denen wir dann auch gemeinsam zu Rennen gefahren sind. Ja, so sind wir halt immer wieder auf Rennen gefahren, haben dort unseren Spaß gemacht. Ja, das ist mein Honda Civic, ist original 1,3 Liter, hat von Werk aus 75 PS gehabt und jetzt in der letzten Stufe hat er 520 PS mit 530 Newtonmeter gehabt und aktuell ist der Motor ausgebaut, ist schon wieder im nächsten Setup, also jetzt will ich so an die 600, sobald der Motor fertig ist,
gibt es ein detailliertes. Ja, warum macht man das eigentlich? Warum blast man den 1,3 Liter Motor auf? Ja, weil es noch keiner gebaut hat. Es war einfach ein Experiment, wie viel Leistung haltet der kleine Block aus. Sämtliche Sachen waren halt noch nicht erprobt. Beim 1600er oder 1800er hast du einfach so irgendwo ins Internet schauen müssen. Da hat es zigtausende gegeben, die sowas schon mal gebaut haben. Ja. Auf einem 1300er hat es noch keiner probiert und es hat keiner gewusst, wie viel der Block überhaupt aushaltet. Ja. So hat hinaufgebracht bis auf sein letztes Setup mit 520 PS. Natürlich heutzutage kann man sagen, wo sind 500 PS, weil jeder zweite Golf jetzt mittlerweile. Aber wie gesagt, halt aus wirklich kleinem Hubraum die Leistung rausbringen, das ist halt einfach ein Rekord auf dem Motor, ist sozusagen ein Weltrekord. Ja, natürlich hätte ein Swap auf B18 Turbo vielleicht viel weniger gekostet und könnte jetzt mehr Leistung fahren. Mir ist es aber wirklich darum gegangen, was Einzigartiges zu haben und mit dem Motor einen neuen Rekord auf der Viertelmeile aufzustellen. Video zu dem Auto. Das Video habe ich an dem Tag gepostet, wie ich noch am Prüfstand war. Und innerhalb von ein paar Stunden habe das Auto quasi nochmal in die Halle gebracht, bin heimgefahren. Das ist einfach auf Social Media explodiert. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so verbreitet wird auf der ganzen Welt. Deswegen habe ich gesagt, mache ich da einfach weiter mit Videos. Also wird demnächst wieder ein paar Videos geben von verschiedenen Rennern nächstes Jahr. Bis dahin eventuell mal ein Video vom Einbau vom Motor, vom Prüfstand, wenn das Setup fertig ist. Und natürlich auch zu den nächsten Projekten. Also in der Halle stehen noch zwei weitere Projektautos von mir. Und da wird sicher auch immer wieder mal ein Video davon geben. Und so zwischendurch halt auch immer wieder umbauten. Ich würde mich auch über Feedback zu den Videos freuen. Also wenn es irgendwo Fragen gibt oder wenn ihr irgendwas über das Auto wissen wollt noch, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder reinschaust und Kanal abonnieren nicht vergessen.